Werte drastisch verschlechtert hatte, sodass diese auch einer intensiven medizinischen Betreuung zugeführt werden mussten, während der Pfleger als ständig anwesender Pfleger in diesem Raum zuständig war. Ein aufmerksamer Oberarzt fiel auf und er erinnerte sich, dass der Pfleger auch in einem weiteren Fall am 25.10. Dienst hatte, als ein 90-Jähriger plötzlich und ebenfalls wieder unerwartet sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechterte und auch intensivmedizinisch betreut werden musste. Aus diesem Grund ließ der Oberarzt weitere Blutuntersuchungen anordnen von allen dreien Fällen und stellte fest, dass bei allen dreien im Blut Medikamente aufgefunden wurden, welche nicht verordnet waren und auch in einer Überdosis vorlagen. Wir aus der Telekommunikation des Beschuldigten Erkenntnisse haben, dass er sich eben als Lebensretter gegenüber den Kollegen gerieren wollte und so ein bisschen sagen wollte, dass ich toll